schön, wieder auf See zu sein. Nur der Himmel gefällt mir nicht. Mr. Faulkner, selbst ein schöner Sonnenaufgang ist ein schlechtes Omen für dich. Wo sind diese Räuber? Meinem Gefühl nach auf östlichem Kurs, Richtung Küste. Miss Mandy erzählte von britischen Schiffen, die sich zwischen den Felsen sammeln und Windjagd bedrohen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, worum es so wirklich geht. Das ist nämlich schade, weil man ein bisschen immer den Überblick verliert zwischen den ganzen Missionen, da es keine feste Reihenfolge hat. Schiff, ahoi! Gefechtsstationen! Britisches Kanonenboot, ein Schiff aus dem Land. Wir müssen sie beschützen. Okay. Okay, wir müssen das Schiff eskortieren. Dann werden wir mal helfen, so schnell es geht. So, das ballern wir dann einfach so weg. Sehr schön. Okay. Ja, wie ihr seht, wir haben das verbesserte Ruder. Das sieht man in dieser komischen neuen Umrandung. Ich glaube, also es fühlt sich so an, als würde das Schiff ein wenig direkter steuern. Und wir haben eine extra kleine Energieleiste noch dazu bekommen durch den verstärkten Rumpf. Also man merkt die Veränderung schon. So, was haben wir? Das wird wohl nicht alles gewesen sein. Es ist auch bis jetzt nicht die Mission, die ich meinte, die ich so schrecklich fand. Kann sein, dass das noch kommt in der Mission. Ich weiß es nicht mehr. Oh, da kommen noch ein paar. Wir sollten uns beeilen, denn so viel Energie hat das Schiff gar nicht mehr. Die Hälfte hat schon verloren. Aber bis jetzt geht's ja eigentlich. So, gut, die haben wir. Noch ist das Schiff sicher. So, da kommen wir auch schon die nächsten. Ich mach mal ein bisschen Speed, damit ich die ein bisschen früher im Sichtfeld hab. Okay, bam. Zack, das erste schon bekommen. Komm, erwischt. Komm. Okay. Das ist aber ein kleines Schiff, das hält aber bestimmt echt nicht mehr viel aus. Oh, und das andere... Der andere Feind hat sich aufgelöst irgendwie von der Karte. Okay. Gut. Ah, da hinten sind noch ein paar. Okay. Bumm. Ja, das war ein ziemlich großer Distanzschuss und trotzdem haben wir sie gut erwischt. So, ich drehe hier mal so ein bisschen ab, damit ich... die anderen aufs Korn nehmen können. Verdammt, der ging daneben. Halbe Segel, Männer! Der Mann auf! Hat die Leer, können sie nicht einstecken! Und Feuer! Hui. Okay. Das hat auf jeden Fall weniger als 50% Energie, unser verbündetes Schiff. Aber naja, okay. Ich hoffe, es ist nicht mehr allzu weit. Das Schiff braucht Hilfe! Ja, ja, ich bin ja dabei. Wir sollen sie eskortieren oder soll ich es rammen? Das wird dem Wellen bestimmt keine große Hilfe. Bereit zum Feuern! Drehwasser, Feuer! Zerstöre sie oder nutze sie zu unserem Vorteil, egal wie. Fahr bloß nicht in sie hinein! Zu unserem Vorteil wie? Beschieß die Minen mit den Drehbassen, wenn der Gegner uns zu nahe kommt. Ei, ei. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber bewegen die sich überhaupt? Anscheinend nicht. Ich mach die jetzt einfach so platt. Habe ich, glaube ich, auch beim ersten Mal spielen gemacht. Moment, da hinten waren auch noch welche. Hab ich gesehen. Hinter dem Felsen waren auch noch welche versteckt. So ein paar Minen. Fahrt rausnehmen! So, okay. Gut. Gut, dann können wir jetzt sicher weiterfahren. Also sicher ohne von Minen zerstört zu werden. Außer hier. Hier stehen direkt wieder welche. Shit. Okay. Aber die steht gut nahe dem Minen. Das heißt... Ja. Super. Sehr gut. Da haben wir die Mine doch mal zu unserem Vorteil genutzt. Da sind allerdings noch ein paar... Oh Gott, ich schieße volle Kanne im Leben, ey. Okay, die sind weg. Wow, wow, wow. Ganz schön nah hier. Aber gut. Wir müssen nur hoffen, dass uns das verbündete Schiff nicht überholt und blindlings in so eine Mine reinfährt. Das wäre nämlich extrem blöd.
Die hauen wir auch noch weg. Hier ist auch noch ein Schiff hinter versteckt. Bumm. Sehr gut. Und da vorne hätten wir noch eins. Wer ist das dann? Man weiß es nicht. Ich werde mal auf die Minen schießen. Hat gereicht, um das Schiff mit in den Tod zu reißen. Okay, gut. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, jetzt hätten wir erstmal alle. Zumindest ist da hinten der Wegpunkt. So, die Minen räumen wir auch noch aus dem Weg. Ich habe nämlich echt Schiss, dass unser verbündetes Schiff da einfach reinfährt, weil ihr wisst ja, KI ist meistens nicht für seine Intelligenz bekannt. Okidoki. In den Nebel. Oh mein Gott. Sie ist in Sicherheit, aber es ist eine heiße Jagd. Ihnen nach, beenden wir die Gefahr für Marthas Wegjagd. Kanonenpulte! Ja! War ja klar. Wäre ja auch zu einfach gewesen. So, gucken wir mal, ob wir die so erwischen können. Ein paar von denen. Wenigstens eins. Und hier haben wir auch. Oh Gott, ein Felsen, ein Felsen, ein Felsen! Okay, hui, wir müssen abdrehen. Jedenfalls müssen wir jetzt keine Eskorte mehr spielen, was schon mal gut ist, weil ich hasse es nämlich, auf irgendjemanden oder irgendetwas aufzupassen. Eines der schlimmsten Spielelemente, die es gibt. Ah naja, was will man machen? Ah, das ist eine ganz schön eine recht lange Mission, muss man sagen. Aber gut. Oh mein Gott, Land in Sicht! Oh, da steht irgendwo noch ein Schiff. Da hinten. Nein, ja, es ist die Mission. Es ist die Mission, die ich so hasse. Genau, da ist nämlich ein Vor. So, ja. Da ist nämlich ein Vor, das die ganze Zeit auf uns ballert. Und wir müssen es natürlich auch unter Beschuss nehmen. Und ihr seht, das setzt uns ordentlich zu. Und ich hatte da das erste Mal echt Probleme, dieses scheiß Vor zu zerstören. Und ich weiß nicht, wie es jetzt laufen wird, aber wir werden sehen. So, okay. Eins von den Türmen haben wir schon mal. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zu nah dran, weil wir müssen etwas weiter weg, damit die Kugeln genug Luft haben, beziehungsweise genug Luftweg da ist zum Fliegen. Okay, der war volle Kanne daneben. Ach, ladet mal ein bisschen schneller nach. Moment, Moment, Moment. Jetzt. Okay, den zweiten Turm haben wir. Aua, 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 Entdeckung, Entdeckung, Entdeckung. Oh Gott, die ballern aber auch ohne Unterlass, ey. Okay, das sieht aber ganz gut aus. Wow, wir haben es geschafft. Haben wir es echt schon geschafft? Oh Mann, beim ersten Mal hatte ich so Probleme dabei. Ich glaube, ich habe mich einfach wieder echt doof angestellt beim ersten Mal. Aber das lief doch relativ klasse. Das ist das Problem. Welchen Grund haben die Briten, Marthas Vineyard zu bedrohen? Es hat keinen strategischen Wert und die Bewohner sind friedlich. Ich fürchte, dass da etwas ganz anderes dahinter steckt. Templer! Doch was sie vorhaben, weiß ich nicht. Meine Befehle? Ich brauche Zeit, um das zu ergründen. Wir setzen Kurs nach Hause. Ei, ei! Yay, und das hätten wir geschafft. Ach, gut. Jetzt steht uns nichts mehr wirklich Schweres bevor, glaube ich. Weil ich glaube, das war somit die schwerste Mission, die ich in Erinnerung hatte. Obwohl sie jetzt gar nicht so schwer war, wenn man weiß, wie es geht. Ja, und wie ihr seht, diese Missionen sind auch ein bisschen ausgereifter, weil sie auch über Zwischensequenzen und so weiter verfügen. Ja, und demnach auch so eine kleine eigene Story haben. So, ja, jetzt sind wir wieder in Davenport-Siedlung. Gibt's hier eigentlich noch was, was wir machen können? Nee. Außer Klunker abgeben vielleicht. Ah, oh, hier ist unser Missionsziel sogar. Ah, gut. Aber trotzdem glaube ich, dass wir dann erstmal in den nächsten Part dann trotzdem erstmal ins Grenzland wieder gehen und da noch ein paar Sachen erledigen. Aber bis dahin würde ich sagen, war's das erstmal für Assassin's Creed. Ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Teil wieder.
Bis dann.